Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge kreiere ich einen Glöckchensound mit Hilfe der FM-Synthese und dazu nutze ich den FM4, den Helm, den Vital und den Surge Synthesizer. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So. Das ist der FM4 und ich habe hier schon alles Mögliche eingestellt und was ich da gemacht habe, das zeige ich jetzt erstmal. Es ist im Prinzip nichts Kompliziertes. Im Prinzip ist das ganz, ganz einfach. Bei so einem Glöckchen-Sound muss man auf eine Sache achten, da komme ich jetzt gleich drauf. Und zwar, ich habe hier jetzt drei Oszillatoren am Start. So, und diese drei Oszillatoren brauche ich im Prinzip nicht. Mit zwei komme ich da schon super zurecht. Und zwar habe ich den ersten Oszillator auf der ersten Oktave, also auf der normalen Oktave, und den zweiten Oszillator habe ich vier Oktaven höher gestimmt. So, ich schalte das mal hier runter, dass man nur den ersten Oszillator hört und der hört sich so an. So, und da habe ich im Prinzip sowas wie einen Sinuston. Der klingt einfach mal so. Und bei dem ersten Oszillator in der Matrix habe ich dann zum Beispiel noch eingestellt, dass er sich selber gar nicht moduliert, aber dass er vom zweiten und vom dritten Oszillator moduliert werden kann. Und das sind aber jetzt nur so Feinheiten, die braucht man im Prinzip erstmal gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier den ersten Oszillator, den ich hier nur höre. Jetzt schalte ich mal den zweiten dazu, der ja vier Oktaven höher ist. Und schon kommt dieses Glöckchenartige noch mit dazu. Und dann habe ich den dritten Oszillator, der ist etwas tiefer gestimmt, reingenommen. Den wollte ich einfach drin haben, damit der noch so unten so ein bisschen Frequenzen am Start hat. Muss man natürlich nicht machen, ist persönliche Geschmackssache. So, und das Wichtigste an diesem Sound, mal völlig unabhängig von den beiden Oszillatoren, die einfach in unterschiedlicher Oktave gestimmt sind, ist die Hüllkurve, die ADSR-Hüllkurve. Und zwar soll die bei Attack und Sustain komplett runtergeschaltet sein und Decay und Release sollen gleichgeschaltet sein. Ich habe die beiden Knöpfe, damit ich die gleichzeitig drehen kann, habe ich mir auf einen Makro gelegt. Beziehungsweise hier habe ich so ein paar Makros mir angelegt und die natürlich dann damit verbunden. Mache das wieder zu, weil die Ansicht ist ein bisschen schöner. Und wenn ich jetzt alles runterdrehe, ist natürlich die Hüllkurve ganz am Boden und ich höre nur dieses Klick-Klick. So, und wenn ich jetzt einfach Decay und Release so ein bisschen hochdrehe, höre ich schon, wie dieser Glockensound kommt, wenn ich ganz hohe Glocken nehme, ein paar Oktaven hochgegangen. So. Und hier natürlich wieder. Und jetzt kann ich die Modulation hier auch noch so von dem Modulator 2 auf den Modulator 1 reinbringen. Da kriege ich nochmal so zusätzliche hohe Töne mit rein. Oder den Modulator 3, dann wird das Ganze noch so ein bisschen schmutzig. Und was ich hier noch gemacht habe, war aber eine reine Spielerei, dass ich Modulator 2 und Modulator 3, also diese, damit die modulieren, gleichzeitig hoch und runter drehen kann hier. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach nur Decay und Release auf den gleichen Level setzen. Zwei Oszillatoren, die eine unterschiedliche Oktave spielen und der Glockensound geht dann schon mal los und man kann ja dann noch so Sachen wie irgendwie Reverb oder ein Delay mit reinnehmen. Die habe ich einfach hier hinten in den FX-Container reingepackt. Erst das Delay 2 und dann den Reverb. Und kann das hier vorne mit dem Mix-Schalter dann einfach nochmal hinzu- oder wegschalten. So, das ist der FM4. Wie gesagt, Decay und Release.
zwei Oszillatoren, unterschiedliche Oktave, das war's. Das gleiche kann ich mit dem Helm-Synthesizer machen. Auch wieder zwei Sinuswellen hier. Dann habe ich die im Mixer gleich laut eingestellt, wobei ich bei dem zweiten, der höher gestimmt ist, also der hier ist eine Oktave höher, 12 Semitones, das sieht man hier oben, wenn ich da drüber gehe, 12 Semitones. Der ist zwei Oktaven höher, 24. Einfach nur mal so als Beispiel. Der klingt so. Ich könnte den jetzt natürlich auch hier runter auf Normallevel bringen. So. Und hier sieht man schon bei dem zweiten Oszillator, habe ich diese Mod-Envelope, also Mod-ADSR genommen und habe hier einfach halt Decay und Release halt auch nochmal ungefähr ähnlich gemacht, damit der zweite wesentlich höher gestimmte Oszillator hier einfach so mal kurz laut wird und dann relativ schnell wieder leise auf das gleiche Level runtergeht, damit ich diesen kurzen Klick-Sound da einfach habe. Und bei der Amplitude, also bei der regulären ADSR, habe ich hier Decay und Release auf dem gleichen Level. Die habe ich mir mal hier in Fernsteuerung über ein Makro auf Bitwig gelegt, damit ich die so ein bisschen verändern kann. Und da will der Helm-Synthesizer manchmal nicht so wirklich richtig. Bisschen, das dauert bei dem immer so ein bisschen. Und kann den einfach dann so ein bisschen Glocken spielen lassen. So, das ist der Helm-Synthesizer gewesen. Im Prinzip. Also genau das gleiche Prinzip. Bei dem Vital Synthesizer, nee, das war das Falsche. Beim Vital Synthesizer wieder dasselbe Prinzip, zwei Sinuswellen und eine Sinuswelle ist drei Oktaven höher. Das klingt so. Ich mache den mal etwas tiefer. So. Und da bin ich auch hingegangen, hier bei der Hüllkurve. Den Decay und den Release. Über den Makroregler kann ich den hier regeln. Gleichzeitig. Und dann habe ich in der Effekt-Section habe ich dann noch einen Reverb eingeschalten und hier kann ich mit dem Makroknopf die Time noch mal ein bisschen einstellen. Zum Beispiel. So, das war der Vital Synthesizer, auch eine relativ einfache Geschichte. Dann gibt es den Surge Synthesizer. Da habe ich gleich einen Reverb hinten dran gepackt. Und beim Surge Synthesizer genau dasselbe Schema. Ich bin in Szene A, habe beim Oszillator 1 habe ich eine Sinuswelle auf dem Norma auf der normalen Oktave. Ich habe hier in der Mixer-Sektion habe ich die beiden Oszillatoren hier freigeschaltet. Bei dem Oszillator 2 bin ich drei Oktaven höher gegangen. Der Oszillator 2 ist hier auch wieder eine Sinuswelle. Hier unten die hier. Und bei dem ADSR habe ich hier Decay und Release wieder auf dem gleichen Level. Und Attack und Sustain ist aus. Mehr habe ich an der Stelle nicht gemacht. Und schon habe ich wieder so ein Glöckchen-Sound. Also, es ist wirklich die zwei wichtigen Sachen. Der eine Oszillator auf Normal, Oktave, der zweite Oszillator einfach zwei, drei, vier Oktaven höher. Dann Hüllkurve, alles runter außer Decay und Release und die sollten dann den gleichen Wert haben und fertig ist der Glöckchensound. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr konntet da was mitnehmen. Und wenn ja, dann liked das Video, abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, so einen netten Glöckchen-Sound oder eigene Videos dazu gemacht habt, dann schreibt das unter das Video. Ich würde mich sehr freuen. Auch die anderen freuen sich sehr, wenn Vorschläge kommen aus der Community. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.